Wasser. Richtig nasses Loch gefunden hier jetzt. Jetzt heißt es hier rauskommen irgendwie. Erde. Meine Walzen ist jetzt mit Erde verklebt. Feuer. Stichflammen, die fast einen Meter hoch waren. Schon der arme 633 in Flammen. Na, heute geht's weiter, ne? Luft. Es wird gerade sehr windig und ich hoffe, dass wir Ende der Woche nochmal die Kartoffeln spritzen können. Meine Großmutter erzählte mir oft Geschichten über eine längst vergangene Zeit. Und damit herzlich willkommen. Meine Haare wieder sehr, sehr süß. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich befinde mich gerade in einer Kampfwoche. Jetzt am Wochenende steht Kampf an, ne? Und auch der Kampf auf den letzten Hektar. Wie hoch ihr das, ne? Bleibt nicht aus. Im letzten Video stand zwei, drei Mal, wann wir endlich heiraten. Erwähne ich. Naja, auf jeden Fall Kampf erstmal gegen die letzten Hektar. Tatsache, haben wir sogar, es ist peinlich, aber wir haben sogar eine Fläche vergessen. Da fahren wir gleich auch noch hin. Das ist so eine 1,78 Hektar Fläche. Ah, es ist ja im Burgsland, ne? Was soll ich euch sagen? Aber wir haben es. Will mich gar nicht so beschweren. Jedenfalls kämpfen wir uns jetzt von vorne nach hinten. 4 Hektar, 2,7, 1,7. In der Reihenfolge und jede Fläche sieht anders aus. Die hier sieht so aus. Da bin ich nicht Herr der Lage geworden gegen das Unkraut, gegen die Beikräuter. Das ist jetzt so ein komisches, wie heißt das? Honig, Wollgras, was weiß ich. Hat meine ganze Rapsernte versaut letztes Jahr. Dann haben wir mit einem Totalherbizid einmal alles übergeduscht und jetzt wird das Scheinmehl drauf. Ich muss aber sagen, vielleicht merkt man es jetzt auch, es ist nass. Es ist ja wirklich nass. Das war strategisch ein Fehler, das hier auf dem Boden so weit aufzuschieben. Das hätte man gleich mit dem anderen nassen Stücken mitmachen sollen. Aber hier sind halt zwei Bearbeitungsgänge, die fehlen. Naja, ich bin auf jeden Fall mit dem Maxum, mit dem geliehenen Maxum, gemieteten Maxum unterwegs. Das haben ja auch viele gefragt, ob unser 140er einen neuen Frontader bekommen hat. Nee, das ist der dritte Maxum im Bunde, den wir gerade noch haben für die Frühjahrsbestellung. Oh, und mit der Scheinmecke, ich muss sagen, das macht ein ganz gutes Bild und wirft auf jeden Fall auch keine ordentlichen Büschel hoch. Also dieses Zeug ist oberirdisch eine Katastrophe, aber sieht nicht so aus, als wenn die Wurzeln ein großes Problem machen würden. Das würde ich aber nach dem Grubbern sehen, das sehen wir nach dem Grubbern. So, jetzt erstmal Stand der Dinge. Aber wie gesagt, die ersten drei Bahnen dachte ich, okay, ich hoffe, es ist zu nass, aber man zieht sich so durch, ob ich dann lege ich hier noch keinen Mais heute, das mache ich auf den anderen Flächen. Aber ich muss hier noch einmal Mais holen. Na egal, das sehen wir alles dann. Genug gelabert. Ich würde sagen, wir sehen uns auf den nächsten Flächen wieder. Außer ich fahre mich hier gleich richtig fest. Aber ihr kennt mich, ne? Das mache ich nicht. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall. So Leute, aber ich muss sagen, dieser Schlag, der macht keinen Spaß. Es ist viel zu nass. Das, was hier grün neben uns ist, das ist schon wieder ein Nachbar. Dahinter ist aber noch eine Fläche von uns. Und man merkt es jetzt schon. Kackt wieder ab. Jetzt kommt erst die nassen Sinke. Ihr seht es ja schon von der Verfärbung her. Es ist, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es mache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Bitte, hoppa. Ja, mal kurz ausheben. Ich weiß auch nicht, ob ich heute mit dem Grubber raufkomme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde auch dafür, ja jetzt mit einer Hand ist das natürlich auch absolute Scheiße, dieses Film hier ist jetzt kontraproduktiv, aber ich muss ganz, oh Mann. Eigentlich habe ich es bisher ganz gut gemacht, aber es war stellenweise nur so ein Hin- und Her-Geregel. Aber guck mal, wir haben es jetzt Anfang Juni, ne? Bisschen Zeitpunkt verpasst und jetzt muss es halt so langsam. Und ich denke, solche nassen Löcher, also hier vorne ist eins, dann war da eins, das erkennt man vielleicht auch ein bisschen auf Kamera, da glänzt es noch so ein bisschen. Das hier und da, wo die Fahrspuren sind, da ist auch noch mal nass, das Vorgewände. Naja, irgendwie muss man das hier reinkriegen. Ich bin gespannt, wie es auf den anderen beiden Ackern geht. Dann werde ich damit erstmal starten. Hier mache ich jetzt noch einmal hoch runter und dann geht es ans Vorgewände ran. Ja, so. Na gut, wollte ich euch nur mal auf den Stand der Dinge halten. Wie findet ihr meine süße Frisur? 2012 Justin Bieber angelehnt. Richtig nasses Loch gefunden hier jetzt. Jetzt heißt es hier rauskommen irgendwie. Das, der Nachbar, ich weiß gar nicht warum, ich kenne diesen Acker gar nicht anders. Hier war eine riesen Flugfurche und in dieser Flugfurche ist halt Wasser drin. Ganz hinten sind sogar Frösche. Und jetzt
komme ich hier nicht raus, ich bin reingerutscht. Ach, Mann. Jetzt aber, jetzt. Zack. Ja, ordentlich. Ordentlich von wegbleiben, würde ich sagen, ne? So. Jetzt noch hier das Vorgewende machen. Und ich denke, im Großen und Ganzen. Und man erkennt ja sogar die nassen Löcher so, ne? Wenn jetzt Sonne, also Sonne fehlt, ihr seht's ja, ich bin mit Mütze hier drauf. Mit Mütze und Pullover. Und ich muss eh mich gerade so ein bisschen bemühen, nicht krank zu werden. Ich bin gerade so ein bisschen angeschlagen. Weil ich mich blöd vor dem Kampf. Teig ist aber nicht. Wäre natürlich blöd vor dem Kampf. Naja. Ich mache jetzt die letzte Bahn hier nochmal und dann würde ich sagen, gucken wir uns das nächste Feld an. Ja, auf dem Schlag. Dasselbe Scheißzeug wie da hinten, nur halt nicht totgespritzt, ne? Ist halt ein Murks. Aber das sind auch nur die ersten, was sind das hier, 9, ja, vielleicht 12 Meter. Und da fängt, ihr seht's, irgend so ein komisches Gras an, schon in der Blüte zu gehen. Aber das sieht besser aus, wenn man es macht. Das Einzige, was auf diesem Schlag wieder ist, ich zeig's euch, hier vorne steht das blanke Wasser. Wobei das nur so eine ganz kleine Senke ist. Seht ihr hier? Das stört nicht mal. Schlimmer ist das, was ich mit dem Tiefenhaken hinten aufgerissen habe. Da ist richtig Wasser angesagt. Ja, das zeige ich euch, wenn ich unten bin. Da muss man so ein bisschen steuern mit Ausheben, Einsetzen und. Aber hier, ich finde das Bild, das geht sogar ganz gut. Ja. Schauen wir. Ich versuche hier auf jeden Fall gleich noch mit dem Grubber raufzugehen. Mal sehen, wie das geht. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr dranbleiben. Aber erstmal das nasse Loch. Die Bahn könnte sogar gehen. Oh, hier ist auch alles sehr uneben. Hoppa. Mal so ein bisschen mit der Regelhydraulik spielen, ausheben, einsetzen. Dann ist wenigstens schwarz. Und ich muss sagen, Schwalben, ohne Ende Schwalben. Das ist das Einzige aus der Natur, was irgendwie zu spät kommt dieses Jahr. Ja, so sieht das Endprodukt aus. Ich finde, ich mache hier auch Scheiße relativ schönes Gold. Schrei ich eigentlich? Ich höre die ganze Zeit Musik noch auf dem Kopfhörer. Naja, wir versuchen jetzt hier einmal durchzuziehen. Das war gerade ein Murks. Ja, es ist Gequäle hier, ne? Das ist Gequäle. Das hätte ich echt irgendwie besser abteilen müssen. Ich weiß nicht warum, aber diese beiden Schläge hier, null auf dem Schirm. Null. Ich wusste, sie sind da, aber ich habe mir irgendwie keinen Stress mitgemacht. Ich weiß nicht warum. Naja, so ist das manchmal im Leben, ne? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Hier ist nass. Das ist der Schlag, den wir übrigens vergessen haben. Wo es in der Mai-Saison, genau da, wo ich jetzt stehe, auch nass wurde. Also ich stecke nicht fest oder so, ne? Ich habe hier einfach geparkt und mache gerade Mittag. Und jetzt bin ich aber überlegen, ob ich hier es sein lasse oder halt nur das, was so aussieht, sein lasse. Dass ich das Vorgewende halt nicht bestelle. Weil will ich da jetzt in 3 Wochen nochmal hinfahren oder was? Ha. Irgendwie Murks, oder? So weiß ich auch nicht. Aber hier steht ordentlich hoch, das ist er noch. Ja, wird ein Reis angebaut. So, das ist aus dem nassen Loch geworden. Sonst sieht die Fläche, ja, ich denke so halbwegs okay aus. Hier sind die Spuren halt, ich bin hier ordentlich durchgeschüttet worden. Deswegen habe ich bis hier vorne das Vorgewende gemacht. Mal sehen, ob ich das mit dem Grubber hinkriege. Ich muss sagen, hier hat mir so ein bisschen die Motivation gefehlt. Und jetzt hier das versuche ich, dieses komische Gras versuche ich hier nochmal platt zu machen. Aber dann setzen wir uns gleich auf den Puma rauf und fangen wieder von vorne an. Ah, und es ist auch wirklich schon 15.35 Uhr, dieser Tag. Ja, haben wir nicht geschnitten bekommen. Naja, der Tag, der hat irgendwie heute zu wenig Stunden. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Ich habe auch heute Morgen um kurz vor 6 noch 2 Schweine zum Schlachter gebracht.
Hat gar nichts von gezeigt, ne? Naja, die Kamera nicht dabei gehabt. Gut, ich fahr jetzt erstmal zum Hof und wechsle den Trecker. 6,33 gespannt mit unserem DDR-Häufler. Ist wohl so, geht so semi gut. Also mein Vater ist am Häufeln gerade wieder in den Kartoffeln, während ich mich um die restliche Bodenbearbeitung und das Maisland kümmere. So, jetzt war es aber so, dieses Gestänge, also hier hinten war noch so ein Sitz, dass du hier so sogar noch mitlenken kannst, abgemacht. Und hier ging es halt noch so weiter, weil du die Teile halt verstellen kannst. Abgemacht, abgeflext und dann ist was passiert, meine Fresse. Also er hat hier abgeflext und weil dieser Trecker halt so ein Staub-Ölplug drauf hatte, ne? Und auf dem Sitz Polster waren, hat dieser Trecker angefangen zu brennen gestern. Man sieht es hier noch. Also das waren wohl Stichflammen, die fast einen Meter hoch waren. Erster Gedanke von meinem Vater war, oh, das wäre was für die Kamera gewesen. Junge. Aber er hat hier gleich Schlauch genommen und gelöscht und dann abtrocknen lassen und dann ist alles, hey! Und dann ist alles gut gegangen, ne? Das ist das, also, wenn es so ein Ende nimmt, dann wäre es echt schade. Aber ja, wir nehmen das ja alles immer nicht so, ne? Naja, da muss man wirklich aufpassen, auch wenn man im Stall mit dem Seiten, wie heißen die? Also Flex oder Winkelschleifer. Mit dem Winkelschleifer im Gang ist, mit diesem ganzen Staub und Spinnenweben und sowas, ne, das kann mal richtig, richtig losgehen. Deswegen muss immer einer daneben stehen. Aber gut, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Schon der arme 633 in Flammen. Na, heute geht's weiter, ne? Naja, ich gehe gleich, also gestern wurde es übrigens nichts. Trainer hat angerufen, meinte, kann ich in 40 Minuten beim Training sein, bin ich schnell hingedüst. Deswegen bin ich mit dem Grober nicht mehr aufs Feld gekommen. Ich fahre da gleich aber hin und ich würde sagen, wir sehen uns da dann wieder. So, der Mais läuft auf, das ist der Versuch. Ich habe, glaube ich, zwei Tage später da den Rest gedreht. Das heißt, den Versuch sieht man jetzt, den Rest noch nicht. Jetzt muss ich es eigentlich abstecken. Ich bin aber mit dem Grubber drauf, weil ich den ganzen Scheiß jetzt ummachen werde. Nein. Ihr seht es vielleicht, hier unten ist nichts gelegt. Und wenn du jetzt zwischen dem Grubber durchguckst, siehst du da hinten angefangen zu legen. Das heißt, ich habe die Vorgewendespur ausgelassen. Und genau deswegen werde ich jetzt mit dem Grubber hier mal hinfahren. Ja, ein bisschen leer gelaufen. Mit dem Grubber hier hinfahren. Und jetzt muss ich gucken. Ich glaube, bis hierhin ist der Versuch. Wie mache ich das jetzt? Ich werde das auf jeden Fall so machen, dass ich das Vorgewende grubbern werde, dass man A, problemlos hinlaufen kann, auch wenn da meist 2-3 Meter hoch ist. Und B, es noch bisher hervorgehoben ist, dass es ein Versuch ist. Ne? Schlau im Leben. Hier noch so eine kleine Zubewegung zu machen. Ich glaube, ich kann mal schwer fahren. Ich habe natürlich deswegen auch nicht aus. Dasselbe mache ich für die andere Seite. Es ist schon beabsichtigt, dass ich jetzt ein paar Maisreihen jetzt wegmache. Ne? Also nicht die erste Reihe vom Vorgewende, sondern die Bahn, die zu weit ins Vorgewende reinziehen. Das
nicht schön geworden, aber ich glaube, das passt trotzdem. Jetzt werde ich hier auch noch so die Zubewegung machen. Ich habe es halt ein bisschen auch verkackt beim, was heißt verkackt eigentlich nicht, ich habe alles richtig gemacht beim Legen. Nur, das ist kein Section Control, ne? Ich denke, jetzt kann man hier gut hingehen und ich freue mich darauf, den Mais weiterhin zu begleiten. Wie gesagt, dieses ganze Maisgedöns-Video werdet ihr in einem Block kriegen, wo ihr wirklich komprimiert sehen werdet, wie der Mais sich im ganzen Jahr über entwickelt. Ne? Damit er sich gut entwickelt, muss ich hier auf jeden Fall eine Herbizidmaßnahme fahren, weil dieses ganze Grasgedöns halt jetzt ganz gut kommt. Ne? So, und jetzt sind wir hier auf dem nassen Acker. Eigentlich könnt ihr direkt anbleiben, weil es könnte wieder interessant werden. Ich weiß, ob ich heute woanders hin mache. So, ein bisschen Wasser steht hier noch. Es war vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich gestern keine Zeit hierfür mehr hatte. Ich muss ein bisschen aufpassen, ist ein Brunnen drin. Weil doch ein wenig das ganze Ding ablüften konnte. So sieht's aus. Das hier, gucken. Und uneben ist es. Ich habe aber auch keine Blumen mehr. Das ist das nächste. Ich fahre jetzt nicht zu weit an die Feldgrenze hin, wegen diesem Brunnen. Ne? Da hat keiner was dran gewonnen. Wenn man jetzt einen Brunnen wegnagelt. Jetzt die erste Spur ganz schön uneben. Oh, auch interessante Posi. Das könnte jetzt ganz schön uneben werden. Fürs Maislegen nachher. Ich habe eben gerade nochmal einen Schar neu gemacht. Die Schare sind jetzt so weit runter, dass man die halt andauernd verliert, ne? Weil dieses Blech einfach so dünn geworden ist. Zur nächsten Saison, also jetzt würde ich, denke ich, sagen, das Geld spare ich mir erst, da warte ich eine Ernte ab und zur Herbstbestellung einmal alles neu machen. Leitbleche haben wir noch auf dem Hof, die habe ich mir mal bestellt vor ein paar Monaten, weil die halt auch gut drunter sind und dann ist das eine richtig schöne Beschäftigung für einen Azubi oder sowas. Ja, es sieht gar nicht so gut aus, oder? Kriege ich auch die Ecke so ein bisschen besser. Ihr müsst mal gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr so eine Position der Kamera noch gerne haben wollt. Weil ich weiß nicht, ob das so jetzt ultra geil ist, weil jetzt seht ihr wieder nur mich. Hier hinten noch ran machen, dann könnt ihr wieder so ein bisschen nach vorne gucken, ist auch cool. Lass euch mal so einfach so sagen, vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder bevorzugt irgendwas mehr. Super. Ganz nass. Aber kein Problem. Man sieht hier auch gar nicht, wo man schon war und wo man noch nicht war. Okay. Super. Bleibt ja hochgeflogen. Wie ist hier mit dem Gras? Junge, ihr fällt die ganze Zeit. Das hier mit dem Gras ist auch wirklich nur die ersten paar Meter. Selbst das Vorgewende hat zwar auch dieses komische Zeug, aber das sieht nicht so schlimm aus. Deswegen. Aber dadurch, dass es hier so ein bisschen vom Feld machbar ist, oder von der Feldgrenze ist, ist das, glaube ich, okay. Und ich fahre hier komisch in die Gemeinde, falls man hier oben ist, ist nass. Jetzt wird es nass. Merkt ihr, dass wieder Puma aufdreht? Schon schöner Schlepper, ne? Schon schöner Schlepper. Aber wendig, ne? Das ist ein Panzer hier. Also, na, Panzer wäre ja sogar wendig. Das ist ein LKW. Jetzt suche ich mir aber eine gerade Spur hier. Das ist nicht allzu schräg machen. Das Schöne ist, wir sind auf der Fläche, wo die Kiebitze waren. Und dadurch, dass ich jetzt so unfassbar spät gekommen bin, habe ich zwar wieder ein Problem mit Nässe, aber die Kiebitzen sind alle weg. Alle groß genug. Das ist natürlich sehr schön, dass das Jahr halt sich so verlagert hat für die Vögel. Ne?
Na gut. Ich würde sagen, wenn es unten gleich nochmal richtig nass wird, dann würde ich euch nochmal anschmeißen. Hoppa. Junge, 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 was ist denn jetzt los? Ah, ich brauche beide Hände hierfür. Tja, da habe ich gerade Blödsinn gemacht. Das war ja doch anders als gedacht. Ich komme hier fast nicht raus. Ja, was war das denn? Mal rückwärts reinfahren, Leute. Junge, Junge, da habe ich auch eine Spur gemacht. Digga. Das Loch lasse ich aus. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht. Meine Walze ist jetzt mit Erde verklebt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Mit Erde verklebt und weil ich kein Frontgewicht habe, neige ich dazu, vorne abzuheben. Und so wäre ich fast gerade nicht aus dem Loch rausgekommen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht durchgekommen, weil ich einfach zu leicht vorne bin und die Kraft nicht auf den Boden kriege. Ich hoffe, der jackelt sich jetzt frei. Ah, sieht schon gut aus. Hier staubt's. Hier staubt's. So, naja. Ich muss mal sehen, wie ich das nasse Loch manage. Und ich denke, beim Maislegen werden wir es wiedersehen. So, Vorgewinn ist fertig. Ich wollte euch nur mal ganz kurz was zeigen. Seht ihr diesen Sandkastensand von der Verfärbung alleine? Also das ist richtig witzig. Ich bin oben links, oben rechts in der Ecke von der Straße aus gesehen. Wirklich, also Sandkuppe, wie sie im Lehrbuch steht. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wenn nicht, zoome ich noch ein bisschen ran. Genau in der anderen Ecke, sprich links unten von der Straße aus gesehen, ist dieses absolute Moorloch. Also hier oben, man sieht es vielleicht auch ein bisschen, da hinten wird es gräulicher, da ist schon Sandboden. Also wir haben, glaube ich, hier mindestens einen Bodenpunkteunterschied von, also eine Differenz von 30, 40 Punkten auf einem Acker. Das ist 2,7 Hektar Acker. Das ist wieder ausschlaggebend für unsere ganzen Felder, weil wir halt nicht ein homogenes Feld haben. Oder, ja doch, nervt. Ich glaube, wir haben nicht ein homogenes Feld. Überall. Oh, Lars hat gerade einen Spruch gerissen. Der hat mich aus der Bahn gebracht. Den werde ich jetzt aber nicht wiederholen. Wir haben telefoniert. Na gut, ich wollte euch das eigentlich nur zeigen. So, der Maisdrill angekommen, die regen sich immer auf. Oder ich habe schon Kommentare bekommen, die regen sich auf, warum ich das so laufen lasse auf Umdrehung. Ja, einfach um einen kleinen Check zu machen, ob überall noch Saatgut rauskommt, wenn ich dran drehe. Jetzt wollen wir mal nach Dünger gucken. Das ist heute so ein bisschen begrenzender Faktor. Ich habe jetzt diese 2,7 Hektar von hinten her angearbeitet. Das nasse Loch lasse ich einfach raus. Da fahre ich rückwärts ran. Das ist so eine oder zwei Spuren, wo ich nicht rankomme. Und dann so ein bisschen Vorgewende, so eine Schleife machen. Ja, das ist egal jetzt. Aber ich will mich da auch nicht verkleben und irgendwas reinschmieren. Wir gucken jetzt einmal schnell rein in den Düngetank, was da so geht. Gar nicht mehr so viel mit.
ist auch wieder dabei. Ich denke, wir machen das Ding jetzt noch, na, vielleicht nicht fertig. Mit jeder zweiten Fahrgasse haben wir jetzt knapp einen Hektar. Das machen wir noch zurück. Ja. Gucken, wie weit wir kommen mit der Ladung. Kann ich gerade selber nicht so ganz einschätzen, muss ich sagen. Deswegen, ja, ein bisschen beobachten. Beim Ausheben, jetzt habe ich ja wieder weißen DAP. Beim Ausheben sehe ich ja immer, ob noch was nachrieselt. Und ich denke, soweit fahre ich noch. Und dann ist der heutige Tag auch schon fast vorbei wieder. Da muss man ein bisschen gucken. Ne? Und du drückst mir hier zu viele Knöpfe. Geh mal zurück. Na gut, ich melde mich. Hier los jetzt. So, neuer Tag, neues Glück oder halt Pech, ne? Ich muss sagen, ich habe hier gestern aufgehört, weil AdBlue leer war. Da habe ich ja noch ein bisschen Mais gelegt, wobei es ja ein komisches Hin und Her gerade auf den letzten paar Hektar mit letzten paar Schlägen. Irgendwie nicht so ein richtiger Flow drin, ne? Problem ist, jetzt hat es geregnet in der Nacht und hier war es ohnehin schon zu nass. Also so, was heißt zu nass, aber so nass, dass es halt schwierig ist. Und wenn wir uns jetzt hier das Bodengefüge angucken, ja, weiß ich nicht. Es macht noch ein krümeliges Bild. Also ist jetzt so nicht so, dass die Weize das so zuschmiert. So. Wisst ihr, was ich meine? Ist halt, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass hinten halt so ein paar nasse Löcher sind. Ne? Und wenn ich hier rüber gehe, am Schuh bleibt es jetzt auch nicht so arg kleben. Von der Tiefe her, gut, wir haben jetzt gerade runter gemacht. So. Ja, so arg tief sind wir gar nicht. Das Ding ist aber, viel tiefer können wir halt auch nicht, ne? Was soll das sein hier? 50, guck mal hier, Regenwurm. Ich schwöre euch, Regenwürmer kann ich. Das gibt's gar nicht. Hier ist auch einer. Junge, richtig was los hier. Ja, 15 cm wenn überhaupt, wenn er sich noch ein bisschen reinzieht. Ich habe eben, wie gesagt, noch ein bisschen gegengesteuert und hochgemacht, weil ich sonst durch das nasse Loch gar nicht durchgekommen wäre. Naja, aber solange der Boden, ich glaube, noch so krümelig bleibt, können wir auf jeden Fall weitermachen, ne? Hier sieht man übrigens, hier fehlt ja das Schar, was da ja kaputt ist, fehlt hier. Und das sieht man so ein bisschen bei den Anschlüssen, ne? Das gefällt mir jetzt nicht. Aber da muss man jetzt durch. Wieder ein Regenwurm, zwei Stück. Ich glaube, das ist so das landwirtschaftlich gesehen krasseste, womit ich angeben kann. Ackerbau, ja gut, kann man ein bisschen was, aber man ist jetzt nicht so krass, dass man so irgendwie der Beste ist. Fahren, ja, kriegt man auch ganz gut hin, aber ist jetzt nicht so, dass man der Beste ist. Aber Regenwürmer, ja? Regenwürmer kann ich. Das meine ich ja, ne? Schlupf, ich weiß gar nicht, eigentlich müsste er mir das ja auch anzeigen können. Ziemlich hoch. Er wühlt sich so durch. Er schafft auch die 10-11 km/h noch. Aber schön ist es nicht. Und jetzt kommen wir in eine nasse Bahn. Oh, komm hoch hier jetzt. Warum ist das so langsam? Ich muss ein bisschen auf Akku aufpassen. Ich habe mir 2 Tage jetzt Akku nicht geladen. Ich weiß dementsprechend auch gar nicht, wie lang oder kurz der Vlog wird. Wo es ja scheinbar gereicht hat. Ja? Ach so, apropos. Jetzt wird sich Lars aufregen. Weil ich das ja schon 800 Mal gesagt habe in dem Vlog, aber am Samstag bin ich ja unterwegs, wisst ihr ja jetzt mittlerweile, ne? Das heißt, Freitag fahre ich schon hin, Samstag werde ich den ganzen Tag da sein und abends irgendwann zurückkommen. Sprich, dieser Vlog wird hoffentlich am Sonntag, Donnerstag rauskommen. Wir haben es jetzt schon Mittwoch. Das heißt, Donnerstag kommt er raus, heute ist der letzte Tag, wo ich filme für den Vlog. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr sowas geil findet. Ich würde nämlich, das habe ich schon mal angeteasert, für Sonntag
keinen Vlog machen und damit ihr aber trotzdem Video bekommt für nebenbei gucken. Viele gucken mich ja auch wirklich, wenn sie einfach zocken, ne? Zweiter Bildschirm und dann einfach was laufen lassen. Ich würde da einfach meine ganzen Drohnenclips mit Musik, so wie sie in den Vlogs verteilt waren, reinpacken. Ich werde das Video dann irgendwie meine Maisaussaat oder meine Maisfrühjahrsbestellung oder irgendwie sowas 2024 nennen und dann / Hobbydrohne oder sowas. Ich weiß, das wird kein Banger-Video. Ihr weiß, die meisten von euch haben die Clips schon gesehen, aber vielleicht die, die die Videos nicht ganz zu Ende gucken oder sich einfach berieseln lassen wollen von ein bisschen Technik. Die geilste Technik habe ich nicht, ist auch klar. Aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen und ich denke, das ist auch gar nicht mit so viel Aufwand verbunden, weil ich die Abschnitte schon fertig habe. Ich muss dann nur gucken bei meinem Schneidprogramm, den ganzen Rest rausnehmen, exportieren und dann am Ende zusammenzufügen. Und dann habt ihr so ein irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten Video. Da habt ihr was, ne? Und dann ich habe mein zweites Video die Woche. Wisst ihr? Könnt ihr mal sagen, ob ihr die Idee cool findet und ob ich sowas immer mal machen soll. Ich meine, am Ende liegt es bei mir, ob ich es mache oder nicht. Aber ich fand die Idee ganz cool. Und wenn ihr es auch cool findet, lasst es mich wissen, weil Zuspruch ist immer geil. Aber wenn ihr denkt, ach, meinetwegen, ne, muss das nicht machen, könnt ihr es auch gerne reinschreiben. Da bin ich jetzt nicht böse drum. Konstruktive Kritik bringt einen nach vorne, ne? Ich mache jetzt mal weiter. Ich weiß gar nicht. Ich fahre gleich noch Mist. Ich glaube, da werde ich die Kamera wieder anmachen. Das war das Mistfahren. Ich habe voll vergessen, euch anzuschmeißen. Das tut mir ein bisschen leid. Das ist ziemlich unangenehm. Ich muss auch sagen, es wird gerade sehr windig und ich hoffe, dass wir Ende der Woche nochmal die Kartoffeln spritzen können. Das wird auch natürlich so ein bisschen, ne? Da muss man aufpassen. Wir haben gehört, dass in MV schon die ersten Kartoffeln umgemacht werden mussten wegen Krautfäule, weil wir es nicht in den Griff bekommen haben. Es kann ein wildes Jahr werden bei dem ganzen Regen, der Luftfeuchtigkeit und teilweise der Wärme, ne? Das ist für jeden Pilz ein absolutes Highlife. Naja, so jetzt fahre ich erstmal zum Hof. Schon 15.38 Uhr. Vielleicht esse ich dann jetzt schon mal schnell was und dann würde ich den restlichen Mais legen, den ich jetzt auf dem Hof habe. Aber ich glaube für 1,7 Hektar reicht die Menge nicht mehr. Ja, muss ich mal gucken, wie wir das machen. Und das bringe ich jetzt auf jeden Fall erstmal weg und dann haben wir das auch. Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin noch nicht wach und Musik muss auch erstmal aus. Und gespuckt habe ich auch. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin noch ziemlich K.O., muss ich sagen. Wir sind auf dem Knatterton. Absolut Knatterton. Ich habe das Vorgewende zuerst gemacht. Das ist jetzt relativ eben. Ihr seht aber nasse Sinke, muss ich auch beim Drehen auslassen. Hier vorne ist auch noch eine Fahrspur vom Maishäckseln. Wo ich jetzt auch einfach durchpeitschen werde, aber so ein bisschen versetzt hoffentlich. Dass ich nicht reinrutsche. Das sieht doch gut aus. Jetzt werde ich aber nochmal ausheben. Und nochmal die Fahrspur nehmen. In der Hoffnung, dass ich das alles so ein bisschen eingeben kriege. Aber bisher ging das ganz gut, muss ich sagen. So. Jetzt machen wir hier nochmal runter. Jetzt sieht man da vorne auch schon die Fahrspur, ne? Da ziehen wir jetzt einfach kompromisslos durch. Jetzt wieder so ein bisschen mit der Regelhydraulik spielen. Das Lenk nicht vergessen. Jetzt noch einmal hoch. Ein bisschen zurück. Jetzt gehen wir ab hier nochmal rein. Seht ihr das überhaupt gut durch die dreckige Scheibe? Komm, Puma, du schaffst das. Ihr seht auch schon, so wie sich die Erde bewegt. Ne? Das sind richtige Planken, die hier teilweise hochkommen. Also das ist jetzt wirklich Knatterton hier. Ne? So, aber ich denke, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Also das ist, wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder nicht direkt, ne, zuordnen konntet, wir sind auf dem kleinen 1,7 Hektar Schlag, den ich erst in der Planung sogar vergessen hatte. Wenn der Trecker sich so anhört, habe ich immer das Gefühl, dass was verstopft ist, dass er einen Stopper hat.
eben nicht Landwirt. Ein Stopper ist, wenn sich hinten was zusetzt und man so ein bisschen Gras oder Gestrüppbusche so mit sich mitzieht und das einfach nur vor sich her schleift, was halt nicht durch den Grubber durchgeht. Video habe ich gestern fertig gecuttet. Heute ist noch ein absolut wilder Tag. Jetzt mal wieder ein bisschen was Privates. Ich gehe gleich wieder zur Thai-Massage. Einmal so, das ist eigentlich immer so ein Ritual von mir, dass ich das einmal mache, wenn es halt zum Wettkampf geht. Und dann muss ich auch noch ein paar Stunden später zum Arzt einmal durchchecken lassen, dass man halt auch tauglich ist für einen Wettkampf. Das heißt so ein bisschen den Tag, dafür kein Training. Aber es ist, man wird irgendwie gerade nicht Herr der Lage. Theoretisch muss eine Beregnung auch wieder aufgebaut werden in den Kartoffeln. Ne? Kartoffeln sehen sehr gut aus. Da haben wir noch gar nicht gebuddelt. Noch gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Dieses Jahr ist irgendwie, weiß ich nicht. Hier wird's irgendwie wieder. Ja. Hier geht das Handy runter. Naja, aber Video muss ich auch noch fertig machen. Also ich habe alles gecuttet soweit, dass ihr das heute bekommen könnt. Nur das, was ich jetzt filme, nehme ich noch mit auf, weil ich auch keinen Endclip hatte. Und ich finde das Ende so ein bisschen, weiß ich nicht, wäre so abrupt gewesen. Der Vlog ist auf jeden Fall länger, ich bin jetzt schon bei 30 Minuten oder sowas. Und je nachdem fühle ich euch jetzt auch voll Sülze gerade. Kommt noch mal 4 Minuten drauf, ne? Naja, ich weiß, das muss irgendwie zwischen Tür und Angel passieren. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier erstmal angegangen und dann müssen wir noch ein bisschen Mist vom Hof fahren. Da ist ja auch immer voller und vielleicht beende ich da den Vlog. Ich muss mal schauen, wie es geht. Jetzt habe ich 4 Minuten voll. Egal was ich mache, ich mache es falsch. Ich stelle jetzt den Grubber vor den. Ich schreie schon wieder. Ich stelle jetzt den Grubber vor die Pflanzmaschine. Das heißt mal kein Problem. Die Pflanzen sind wieder durch. Problem ist nur, dahinter steht der Packer vom Flug. Auch kein Problem, brauchen wir ja nicht. Aber dahinter steht das Wickelgerät. So, und wichtig ist auch, beim Grubber abbauen, wir bauen jetzt übrigens nur zusammen den Grubber ab, Mist fahren, das muss irgendwie zwischendurch passieren. Und wir wollten ja auch das Video haben, deswegen heute mal so ein bisschen anders. Grubber noch abbauen, dann beende ich das Video. Beim Grubber abbauen wirklich wichtig, dass man das ganze Ding sanft absetzt, weil wir auf die Meißelschare einsetzen. Und das Grindel fängt ja hier an, je nach Verschleiß. Wenn wir jetzt zu dolle absetzen, brechen wir das ab. Das ist ja auch einfach nur mit einer Schraube gesichert. Ne? Und diese Scheiße wiegt ja auch ein bisschen was. Jetzt habe ich den Oberlenker ein bisschen leer, ein bisschen länger gemacht, damit der halt schön mittig des Langlochs ist, damit ich das einfach abkriege. Ne? Druck habe ich gerade im Nachhinein noch losgemacht vom Gestänge, vom Klappen. Ich hab's vergessen. So, jetzt können wir das ganze Ding nochmal vorsichtig an. Falsch. So. Wenn wir das ganze Ding vorsichtig annehmen, das sind jetzt wirklich absolute Basics, ne? Dann werde ich keinen Landwirt jetzt mit bereichern. Aber vielleicht die angehenden Landwirte oder Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Wir haben ja die Kugel in der Fangtasche, also in dem Unterlenker drin. Der Unterlenker ist ja ein U und da ist die Kugel drin. Und oben ist sie mit so einem kleinen Splint gesichert. Und wenn wir jetzt das ganze Ding absenken, dann sitzt dieser Unterlenker auf diesem Splint, schwierig rauszubekommen. Wenn wir das ganze Ding aber anheben, ist er in der Fangtasche drin und der Splint ist frei. Und so können wir diese Verriegelung besser aufmachen. Und ich hoffe, dass ihr mich überhaupt gut hört.
können wir das ganze Ding wieder runtersetzen. Bleiben drauf stehen. Weil oft ist das hier auch ein bisschen verkantet. So, habt ihr gemerkt? Gerade beim Aufsteigen einfach hier gegengekommen und kaputt gemacht. Also ich weiß auch nicht, wo das Teil hingeflogen ist. War jetzt nur so ein 17 Euro Amazon Artikel. Aber ich fand die so geil, einmal benutzt, direkt kaputt gemacht. Ah, hier. Ja, sieht gebrochen aus. Ich glaube, das kriege ich sogar noch mal, aber ihr seht es ja gar nicht. Jetzt geht Stress los. Ich glaube, das kriege ich sogar noch mal zusammengebaut. Da ist jetzt so richtig Form. Ich hasse sowas, ne? Ich bin eher so ein Mensch, mein Gott, 17 Euro dafür kaufe ich es einfach neu. Aber theoretisch sind hier 6 kleine Kreuzmuttern. Alle auseinandertüddeln und dann das ganze Ding zusammen. Dann kann da hier wieder die... Heute nicht. Ihr habt es aber eben gesehen, als ich hinten auf der Maschine stand. Man muss da immer so ein bisschen drauf treten, weil ich den Trecker natürlich im Parken lasse, beziehungsweise er gar nicht neutral geht. Wenn ich absteige, der geht automatisch im Parken rein und dann kann er halt nicht sich aus der Maschine rausrollen oder sowas. Das würde dann zu zweit gehen oder. So halt im Parken und dann musst du so ein bisschen mit Gewalt auf den Unterlenker treten, damit er aus dem, weil er kann nicht nur so verkanten oder so verkanten, ihr seid ein bisschen schräg. Sondern halt auch, wenn die so die Fangschale ist, so oder so halt verkanten. Wisst ihr das? Und deswegen geht er dann nicht raus und dann muss man halt so ein bisschen treten, dass er dann hier so rausrutscht. Dann hat er auch so ein bisschen so einen kleinen Vorzug noch. Ist ja auch egal. Das ist nur eine 3-Punkt-Maschine zum Abbauen. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Auch der, der es noch nicht gemacht hat. Naja. Das soll es erstmal sein. Ich beende jetzt den Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ist ja wirklich einiges passiert und irgendwie kommen wir nicht ans Ende. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder beim Beregnen und beim Düngerstreuen. Beides liegt auf jeden Fall an. Im Mais wie auch in der Kartoffel noch die letzte Garbe zum Reinschluss. Teilweise jetzt sogar ein bisschen zu spät gekommen, weil es einfach irgendwie zeitlich für den Arsch war. Gut, ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt und um mich zu supporten. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Kommentar schreibt und ein Like da lasst. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Ackerbau.